Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen jetzt Outcast, A New Beginning, anzocken. Ich bin mal gespannt. Das ist ein Spiel. Okay. So, Einstellungen. Helligkeit, Kontrast, Bewegungsunschärfe. Das machen wir an. Barrierefrei brauchen wir nicht. Grafikmodus, Qualität, Performance. Machen. Also HDR hat definitiv nicht, wir können aber einstellen. Was passiert denn bei Performance? Einstellungen aber nicht. Wir können halt nur Performance oder Grafik sagen, aber HDR wird nicht angeschalten. So, neues Spiel. Story. Was? Wo bin ich? Ich kann nichts spüren. Wo ist mein... Hey! Lass mich gehen! Das hat mich ein bisschen gerade an den Isekai erinnert. Also ist eine Anime-Art. Man stirbt bei uns hier und wird dann halt wieder geboren und meistens trifft man dann irgendeinen Gott oder so vorher und der schickt ihn dann dahin. Das ist jetzt zwar eine Video, aber die Grafik sieht gut aus. Der Sound ist gut, die Geräusche sind gut. Für einen Sturz. Das hätte mir alle Knochen brechen müssen. Und doch bin ich unversehrt. Denkt nach, Slade, denkt nach. Wie lautet die Mission, Soldat? Okay, keine Panik. Aussetzer im Hirn sind bei Dimensionssprüngen keine Seltenheit. Der Ort kommt mir nicht bekannt vor, verdammt. Vielleicht wird die frische Luft meine Synapsen ankurbeln. Springen. Kann ich mich an ein Wort wie Synapsen erinnern, aber nicht daran, warum ich hier bin. Mann, das nenne ich mal Tapetenwechsel. Wunderschön. Was zum...
kennst den Weg. Ich bin direkt hinter dir, Kleiner. Mit dieser Alien-Technologie ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat dieses Schiff meine Einheit nicht erwischt. Wo ist meine Ausrüstung? Bin ich gerade im Dienst? Platz der Schädel. Ich hoffe, ich krieg den kleine Viech da als Begleiter. Einheimische, schätze ich, scheinen nicht schwer verletzt zu sein. Hoffentlich können sie... Nee, Lapta! Oh, ist schön langsam. Ich komme in Frieden. Glauben. Du sprichst Agakamon? Ich beherrsche 14 Sprachen. Aber davon habe ich noch nie gehört. Schon gut, ich spreche Agakamon. Klar. Zieh dein Hemd aus. Bitte was? Zeig mir das Sokrüm-Amulett. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie sage ich das am besten? Du bist ein Mensch. Ja, gut. Du hast mir was voraus. Ich weiß nämlich nicht, welche Spezies du bist. Der Ulukai sollte die Talana kennen. Also, wer bist du? Ich heiße Slate. Commander Slate. Zurück, Fingermonster! Oder bei den Jots, ich mache eine Trophäe aus deiner krummen Hand. Okay, kein Händeschütteln. Das war nur nett gemeint. Pass auf. Das Wort, was du gesagt hast, weckt Erinnerung. Fingermonster. Nein, das andere Ulukai. Ich habe das Gefühl, dass wir uns begegnen sollen. Laut der Prophezeiung bringt ein menschlicher Retter das Sokrüm-Amulett zurück. Darüber scheinst du nichts zu wissen. Naja, mein Gedächtnis ist kurz abgeschweift. Wo ist das Schiff, das ich gesehen habe? Die Invasoren haben die Talana versklavt und bedrohen das Land meiner Vorfahren. Ohne die Führung des Ulukai ist Adelpha verloren. Wir sind also auf Adelpha, was? Eindrucksvoll. Da klingelt auf jeden Fall was. Ich bin Leer. Ich hab mal ein bisschen lauter gemacht. Führerin der Dolotai-Wächterinnen. Die Invasoren haben gerade eine von uns entführt. Wenn die Jots mit dir sind, rettest du sie. Beweise mir, dass du... Ich hoffe, es nicht zu laut jetzt, weil ich habe keinen... Das hätte den Nachteil bei meiner Capture-Karte im Programm. Ich habe ganz selten, dass dann mal der Ton vom Spiel da ein bisschen grüne Linie macht. Mit dem Mikrofon immer. Aber selbst wenn es nichts macht, kann es sein, dass es dann zu laut ist. Und das ist halt echt schwer einzuschätzen. Und auch selbst wenn ich alles eingestellt habe, zack, bumm, ist es doch wieder anders. Mal gucken, vielleicht bei der neuen Capture-Karte, die ich dann irgendwann holen werde. Ich spare ja gerade drauf, vielleicht ist es dann etwas besser. Uns bleibt keine Zeit. Meine Dolotai-Wächterinnen haben das feindliche Schiff verfolgt. Die Eindringlinge haben den Gefangenen zu ihrem Außenposten gebracht. Mögen die Jots deine Faust leiten, Mensch. Die Faust? Du leist mir nicht mal dein Speer. Ich werde die Prüfung nicht beeinflussen. Das klingt super. Bitte sag mir, dass die Eindringlinge bloß ein paar Kokosnüsse auf mich werfen. Schnelle Boomerang-Feuerblitze, die einen umkehren. Sind das Kokosnüsse? Nicht ganz. Ne, ist alles nur Tutorial. Kann ich mal irgendwas drücken? Okay, dann suche ich mal diese Dolotai-Wächterin. Bewegung soll ja gut fürs Hirn sein.
ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Beeindruckende Technik. Ich sollte vorsichtig sein. Ein paar Waffen wären nicht schlecht. Wieder auf Kurs. Diese Bots haben ihre gerechte Strafe bekommen. Ob die Dolle-Teilwächterin sie wohl ausgeschaltet hat? Kein einziges Lebewesen hier. Einheitsgröße. Juhu! Das ist so viel besser als zu springen. Ich sollte weitergehen. Sie muss in der Nähe sein. Noch eins von diesen Gebäuden. Ich muss da rein. Tja. Was jetzt? Ich muss diese Tür irgendwie öffnen. Es ist fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Okay, versucht es jetzt mal. Aber man lernt es. Gehen Sie hier rein. Sieht wie eine Art Terminal aus. Das Schildgerät reagiert darauf. Ach, hier. Sieht wie eine Art Terminal aus. Hm? Das Schildgerät reagiert darauf. Ich muss mein Schild. Gut gemacht, Slate. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, was Leas Freundin angeht. Ich muss sie schnell finden. Hier ist nichts. Oh.
Okay. Kann ich die hier so kaputt machen? Nee. Nee. Kann ich seine Waffe nehmen? Zentrale an Alpha 32 haben eine Explosion im Thermalnetz registriert. Erbitten Status. Oh nein. Nein, 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 nein. Kann ich sagen? Alpha 32, bitte kommen. Commander, werden Sie angegriffen? Bitte kommen. Menschen. Die Invasoren sind mein Volk. Es wird Spaß machen, das Leers zu erklären. Das brauchst du wohl nicht mehr, Kumpel. Ja, die kleine Waffe nimmt er mit und die große Waffe, der hatte doch eben eine große Waffe, der Typ. Mal sehen, ob der Scanner noch läuft. Röntgenblick. Wie cool ist das denn? Das sollte reichen. Na bitte. Ist nix. Kommt dieser Bot her? Oh, diesmal geht's zur Sache. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Und bis jetzt ist ganz cool. Scheiße, Lady, ich hatte es fast. Du hättest dich nicht opfern müssen. WFA? Das ist die Armee. Warum habe ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen? Die WFA?
das Ding ab! Verdammter Wilder! Sprich! Gaza, meine Junor! Falsche Antwort und falsche verfluchte Sprache. Nochmal! Was nützt du uns, wenn du unsere Sprache nicht lernst? Sir, es gab einen Angriff. Was? Wo? District 54. Kein Kontakt mehr mit den stationierten Droiden. Schickt ein Reparaturteam und aktiviert die visuelle Überwachung der Hauptanlage. Mae Lapta! Mae Aniosak! Bei diesem Geplapper wird einem ja schlecht! Sie verbergen etwas. Ich will wissen, was. Und bringt den nächsten Gefangenen. Au. Wer sind diese Leute? Warum sind sie in meinem Kopf? Warte. Ich habe schon von diesem Ort geträumt. Also, war es doch kein Traum? Bist du das? Was? Ich bin Vater? Daddy? Wo bist du? Hier drüben. Bleib dort. Ich komme zu dir. Wo zur Hölle bin ich? Das ist nicht fair. Ich kann doch nicht von Daddy und Mami verlassen werden. Du weißt, ich will nicht, dass du in Berlin bist. Commander Slade kommt auf die Mission, um Mami und ihre Freunde zu beschützen. Dann will ich auch mitkommen. Es ist zu gefährlich, Kleines. Keine Sorge, ich bin im Nu wieder zurück. Versprochen. Das hat Daddy auch versprochen. Camilla. Ich meine Commander Slade. Tut mir leid, Mami. Ist schon gut. Ich hab dich lieb. Hat er auch gesagt. Camilla, ich habe eine Tochter zu Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Sie braucht mich. Alles noch ein bisschen verwirrend. Aber Grafik, Sound gefällt mir. Auch die Steuerung ist sehr gut. Alles andere als gewöhnlich. Leas! Leas! Du! Aber ich habe dich in der Explosion umkehren sehen. Ich bin zurück. Keine Ahnung wie. Deine Wächterfreundin hatte leider weniger Glück. Sie hat viele Invasoren erledigt, bevor ich zu ihr konnte. Ihr Opfer macht uns stolz. Ihr Phantasma sei gesegnet. Und gesegnet sei der Ulukai. Die Prüfung war ein Erfolg. Du hast bewiesen, dass die Jots dich schützen. Okay, Tutorial überstanden. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor mit dem Fliegeviech. Erinnert mich an eine Filmserie, wo es jetzt auch ein Spiel gibt von einer anderen Firma. Warum halten wir an?
Ich brauche ein Portal in meine Dimension. Ich habe eine Tochter und... Ich habe auch eine Tochter. Und ich will nicht, dass sie leidet. Die Jots wollen, dass du die Monster beseitigst, die uns Talana unterdrücken. Hör mal, ich muss dir etwas über die Monster sagen, die euch bedrohen. Ich weiß alles über sie. Die sind giftiger als die Nekar-Pest. Wir sollten sie alle auslöschen. Ach komm, das ist etwas überzogen. Es muss auch Gute unter ihnen geben. Keiner verdient Mitleid. Sie haben meinem Volk Furchtbares angetan. Aber verzeih meinen Zorn, Ulukai. Du wolltest mir etwas erzählen? Mein blödes Gedächtnis. Ja, nach Hause? Wie komme ich wieder in meine Dimension? Nur die Almael kann diese Frage beantworten. Aber Kizar ist eine verbotene Insel. Klingt nach einem Ort für mich. Wo geht's lang? Die Insel ist von einem gewaltigen Helidiumschild umgeben. Wir nennen ihn den Speer. Nichts kann ihn durchdringen. So wollen es die Jots. Deine Jots machen es mir echt nicht leicht, was? Vielleicht gibt es einen Weg. Die Kinder von Kizar leiden an einer rätselhaften Krankheit. Und die Almael hat die Shamas geschickt, um sie zu heilen. Sehe ich aus wie einer dieser Shamas? Nein, aber du könntest einen überzeugen, dich der Almael vorzustellen. Aber das musst du dir erst erarbeiten. Warum stellst du mich hier nicht vor? Ich wasche deine Hand und du wischst die meine? Ich werde dir gar nichts waschen. Außerdem sind Dolothai-Wächterinnen nicht länger in Kizar willkommen. Also, wo fange ich an? Im Meer ist das nächste Dorf. Frag nach dem Shamas Nemet. Verstanden. Oh. Also die Steuerung ist auch gut, wenn Quatsch, Steuerung. Wenn man ihn so zuguckt mit Synchronisierung. Bewegung so. Synchronisierung abgeschlossen. Aber was ist mit den Invasoren? Überlass diese unidentifizierten Monster mir. Voll schwierig, warte. Perfekt. Komm mit der Steuerung so ein bisschen durcheinander noch. Ja, wir gehen da lang. Hey Kumpel, vielleicht kannst du mir helfen. Solam, Koyo Sayat, Mayene Yunor. Scheint nicht so. Vielleicht auch nicht. Mae Guita Neogae. Adrik ha Nekar. Xaha Gvadron. Sorry, Kumpel. Ich verstehe gerade kein einziges Wort. Yo, Lias. Slate an Lias. Bist du da? Wo genau meinst du mit da? Das könnte überall sein, Ulukai. Nein, das bedeutet, hörst du mich? Dann sag einfach direkt, was du meinst. Also gut, pass auf. Ich habe hier ein ernstes Verständigungsproblem. Ich verstehe kein einziges Wort von den Talanern. Du sprichst Agakamon, Ulukai. Nur Shamas und Dolothai. Das erklärt alles. Danke, Lias. Slate Ende. Ich hab's nicht verstanden. Thank you.
Das ist im Meer. Suchen wir Shamas Nemeth. Was für ein Zufall, die nehmen einen Baum. Vielleicht könnte ich mit meinem Scanner nach Nemeth suchen. Wir gehen jetzt erstmal direkt davor. Wir gehen dahin zu dem. Wo ich hier so viel. Oh Mann, überall blinkt in den Küken. Ich will looten. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche den ansässigen Shamas. Katagisai, ein mächtiger Jotz. Du sprichst perfektes Agakamon, die verlorene Sprache von Kasars falscher Prophezeiung. Wer bist du? Zum Glück verstehst du mich. Ich heiße Kata Slate. Hast du vom Ulukai gehört? Ulukai? Tut mir leid. Dieser Moment ist seltsam. Ich habe seit vielen Monden kein Agakamon mehr gesprochen. Ich bin Nemeth, Shamas von Emea. Sehr erfreut. Pass auf, Leas schickt mich. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich höre. Erzähl mir von der Almayel. Wenn die Jots sprechen, hört die Almayel zu. Wenn die Almayel spricht, hören die Shamas zu. Wenn wir Shamas sprechen, hören die Dörfer zu. Manchmal. Manchmal ignorieren sie uns und durchleiden die gleichen leidvollen Zyklen immer wieder. Dagegen ist man machtlos. Oh, mit leidvollen Zyklen kenne ich mich aus. Meinst du, die Invasoren können geheilt werden? Gute Frage. Ich erkenne kein Phantasma in ihnen. Wesen ohne Phantasma können nicht durch das Phantasma und die Jots geheilt werden. Sie können auch nicht umgekehrt werden. Hast du versucht, sie zu heilen? Ich halte mich lieber von ihnen fern. Vermutlich würden sie mich umkehren. Auch wenn sie nicht bluten, könnt ihr sie töten. Vertrau mir. Du klingst entschlossen. Reden dort, wo du herkommst, alle auf diese Art? Moment. Das interessiert mich nicht. Ich war länger nicht mehr zu Hause. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Hör zu, das klingt jetzt verrückt. Aber eure Götter, also die Jots, haben mich aus einem Grund auf euren Planeten gebracht. Ich wüsste gerne, was der Grund dafür ist, damit ich zurück zu meiner Familie kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mit der Almayel reden. Nur Shamas können außerhalb von Okastok nach Kisar eingeladen werden. Und ich bin ein Shamas. Fantastisch. Dann pack deine Butterbrotdose. Wir gehen in 10. Ich habe den Ruf der Almayel vernommen. Die kranken Kinder Kisas müssen geheilt werden. Doch was kann ein Shamas tun? Der Weg nach Kisa ist lang und voller Invasoren. Du überlebst vielleicht, doch ein Shamas würde sicher umgekehrt werden. Pass auf, wir können hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sobald wir in diesen Kisa sind,
können wir auch überlegen, was wir wegen der Kinder machen. Wir? Der Speer beschützt die Insel vor allen Eindringlingen. Und die Almayel kennt dich nicht. Es tut mir leid. Die Almayel wird dich nicht empfangen. Und genau deswegen brauche ich dich, um hineinzuhuschen, mit der Almayel zu reden und herauszufinden, wie ich nach Hause zu meinem eigenen Kind komme. Du hast nämlich genau recht. Hier geht es um unsere Kinder, oder? Wenn man die Daokas reaktivieren würde, ich glaube, ihr nennt sie Portale, oder? Ist das der korrekte Agakamon-Begriff für Daokas? Wie auch immer. Die Reise von Emea nach Kizar wäre dann einfach. Wusch. Nichts weiter als 3 Atemzüge. Wusch. Zu dumm, dass Häuptling Hatsu es nicht erlaubt. Die Invasoren haben nämlich unser Daoka deaktiviert. Er will sie nicht noch mehr provozieren. Hey, die Oberschicht zu provozieren ist genau mein Ding. Ich kann helfen, euer Daoka zu reaktivieren, wenn es uns nach Kizar bringt. Hm. Dir zu helfen geht gegen den Befehl von Häuptling Hatsu. Man könnte mich als Verräter sehen, aber die Kinder gehen vor und die Talaner sind ein dankbares Volk. Wir belohnen heldenhafte Taten. Hilf uns mit dem Daoka, dann werde ich, wie sagt ihr, dein Vorhaben verfechten. Vor Hatsu und der Almayel. Sagt man das so? Das klingt nicht richtig. Bist du sicher, dass wir überhaupt einen Daoka brauchen, um nach Kizar zu kommen? Du vielleicht nicht, aber diese alten Beine schon. Hol den Kern zurück, den die Invasoren gestohlen haben. Dann werde ich dich der Almayel in Kizar vorstellen. Ach, das ist bestimmt das Ding, was wir gefunden haben. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Pass auf dich auf, Nemeth. Ich muss Slaytan Leas. Ich habe mit dem Schamas von Emea geredet. Nemeth, ist er bereit zu helfen? Ja, unter der Bedingung, dass ich das Daoka wieder aktiviere. Du wirst den Kern bergen müssen, den die Invasoren gestohlen haben. Er ist in einer Basis in der Nähe. Du warst dort? Das ist zu gefährlich für Talana. Unsere Waffen sind machtlos gegen ihre Feuerkraft. Ich werde dir zeigen, wo sie liegt. Ich bin dran. Danke, Leas. Sie sehen schon groß aus. Thank you.
rettete Bar Sarukai. Irgendwie rennen. Hab ich dich. Jetzt greift die Viecher aber nicht mehr an. Laufen wir erstmal weiter. Muss ich doch die abschießen wir hier. Also automatisch zielen gibt es hier nicht. Was zum Teufel? Da bist du. Mit deinem Comlink stimmt etwas nicht. Hab ihn ausgeschaltet. Du. Wie bitte? Was tust du da? Das haben wir von Ihnen. Sicher wollen Sie Ihre Relikte zurück. Damit können wir verhandeln. Du weißt, wir haben dafür nicht die Erlaubnis. Ich habe nach dir gesucht. Dein Vater wartet in der Zentrale auf uns. Vielleicht geht es bei dieser Mission nicht nur um seine Wünsche, Colonel. Denken Sie darüber mal nach. Oh, noch eine Vision. War das der Daoka-Kern, den Nemeth sucht? Thank you.
so schädlich. Wo kommt dieser Bot her? Sie wollten uns sprechen? Du musst nicht so förmlich sein, Liebes. Nenn mich einfach Vater. Okay, Vater. Ich will, dass du den Bodeneinsatz abbrichst. Die Situation ist eskaliert. Was ist los, General? Diese Aufzeichnung kommt von der geborgenen Blackbox einer beschädigten Drohne. Hier. Ein Abtrünniger erkennt? Das kann nicht sein. Exakt, Colonel. Das beweist, dass die wilden Hexer sind. Sie kriechen in unseren Kopf, um uns zu verwirren. Das ist eindeutig eine Art Gestaltwandler. Wirklich? Bitte, Vater. Langsam wird das lächerlich. Weißt du, was lächerlich ist? Du bist Flottenverhandlerin, konntest aber noch mit keinem einzigen Gefangenen kommunizieren. Und trotzdem versicherst du mir, dass diese Primaten intelligent sind. Wir reißen ihr Land an uns. Nur weil sie uns nicht willkommen heißen, sind sie nicht gleich dumm. Hier spricht General Burrow. Ich will Verstärkungskonvois bei allen Basen. Auf der Stelle. Der ist ein bisschen angepisst. Die Jots machen noch einen Hellseher aus mir. Wie auch immer. Danke für die Info, General. Ulukai, wie erwartet wurde deine Anwesenheit bemerkt. Einige Talaner reden bereits über dich. Wirklich? Was sagen sie denn? Denn ich kann mir keinen Reim darauf machen, was sie mir erzählen. Sie verstehen dich auch nicht. Nur die Shamas sprechen deine Sprache. Sie nennt sich Agakamon. Also nur Shamas. Ich merke es mir. Slate Ende. Hier schon wieder? Willst du den Ball? Los, hol ihn dir! Nimm die Zunge weg, das kitzelt! Jetzt sitz! Sitz! Ja! Braver Junge! Mama, sieh doch mal! Er macht Sitz! Da!
Tante. Ich muss nach Costa Rica. Streng geheim. Du weißt, dass ich mich nicht melden konnte. Es ist einfach zu schwer für Camilla. Die Sehnsucht, die Fragen. Du kannst nicht einfach aufkreuzen und dann wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden. Was willst du damit sagen? Ich soll nicht mehr kommen? Nicht so. Entweder bist du Teil ihres Lebens oder nicht. Okay? So ist der Job, Wolf. Gerade du solltest das verstehen. Ich verstehe es auch. Also komm bitte erst wieder, wenn du die Dokumente vom Anwalt erhalten hast. Ich will hier raus! Vertrau mir, Marion. Den nächsten Besuch bei meinem Mädchen verpasse ich nicht. Sah aus wie ein Boot. Nimmt. Verdammt. Wo zur Hölle ist er? Was ist passiert? Du warst einen kompletten Mond lang weg. Echt? Hat sich wie Minuten angefühlt. Ich muss einen kleinen dimensionalen Umweg oder so genommen haben. Das ist also der Ort? Stau. Der Spee. Ich zähle noch auf dich. Du hältst dein Versprechen, oder? Es wird alles gut, Slate. Ich muss nach den kranken Kindern sehen. Die Almayel empfängt dich jetzt. Danke, nimm mit. Dank mir noch nicht, Ulukai. Na, kein Platz mehr. Ziemlich groß für nur eine Person. Du bist der geheimnisvolle Fremde. Die Almayel sieht dich, Mensch. Sprich deine Agakamon-Worte. Und die Almayel wird zuhören.
Ich bin verwirrt. Wer von euch ist die Almael? Ich bin die Almael. Ein strahlendes Wesen. Herrscherin Adelphas. Kostbares Bindeglied zwischen Talanern und Jotz. Verstehe. Ich bin nur hier, weil ich zurück in meine Dimension möchte. Aber deine Jotz? Die scheinen etwas anderes zu wollen. Ich glaube, sie wollen mir was sagen. Blasphemie. Nur die Almael kann die Stimme der Jotz hören. Wieso sollte sie zu einem Menschen sprechen? Vielleicht wegen diesem Ulukai-Ding? Die Jotz, sie haben mir Dinge gezeigt. Vision. Ui, ich habe eine Stimme gehört. Aber ich weiß nicht, ob... Lügen. Menschen sind Lügner. Verlasse dieses Heiligtum auf der Stelle. Warte. Die Almael hat gesprochen. Moment mal. Lea sagte, du könntest meine Fragen beantworten. Lehat? Dieser Name schlägt Wellen auf der perfekten Oberfläche der Milea. Er wird in Kisan nicht geduldet. Hey, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe eine Nachricht von deinen Jots, okay? Die willst du sicher hören. Finden wir einfach eine Lösung. Dann kannst du mir von diesen Felsen runterhelfen. Sprich jetzt oder geh. Also abgemacht? Sprich. Okay. Also, sie lautet... Nass vor Katz, immer Not. Nektar. Allmächtiger Jotz. Siehst du, wichtiger Kram, sag ich doch. Hochstapler, du verspottest die Almael. Ich feile noch an meinem Akzent, okay? Hör mir zu. Ich bin gestorben. Richtig gestorben, okay? Aber ich wache stets in irgendeinem Wirbel auf und höre dieses Echo, dieselben Worte, immer wieder. Nas vor Katz. Nein, Nasor Kat. Amanor Nekar. Das war näher dran. Die Botschaft ist auf Agasorg. Es ist also wahr. Du hörst die Stimme der Jotz. Hören war der leichte Teil. Magst du das übersetzen? Oh, warte. Ich glaube, ich weiß schon, was es bedeutet. Verhindere unser aller Untergang. Wie soll ich... Welche Sprache spreche ich? Die Jotz haben die Botschaft übersetzt. Die Almael sieht und hört, was es zu verstehen gibt. Um dem Untergang zu entgehen, müssen wir verteidigen. Kisar braucht Verteidigung, damit die Talaner nicht untergehen. Kisar braucht Vermehrung, damit die Talaner nicht untergehen. Und was davon? Die Almael ist ein strahlendes Wesen. Du scheinst dir zu widersprechen. Ich will ja nicht diskutieren, aber du hast deine Nachricht bekommen. Was ist also mit unserer Abmachung? Verhindere unser aller Untergang. Und die Jotz schicken dich zurück in deine Welt. Ein Mann gegen eine Armee? Das können die Jotz doch nicht ernst meinen. Ihr zwei wirkt auf mich nicht wie jemand, der ihren Sinn für Humor versteht. Daher, hey, wo geht sie hin? Hast du Zeit? Die Almael sieht dich. Ich dachte, der Speer beschützt diese Insel bereits. Aber du scheinst zu glauben, dass die Jotz noch mehr Schutz wollen. Wie? Du musst verstehen, dass dies nur halb gesprochen werden kann. Verstehe. Du willst deiner Schwester nichts Genaues verraten. Meine Lippen sind versiegelt. Erzähl es mir einfach. Diese Insel wurde auf der größten Quelle von weißem Helidium in ganz Adelpha errichtet. Die Almael nutzt diese Kraft für den Speer, doch sie erschöpft sich rasch und hält nicht ewig. Wenn sie helfen möchten, könnten die Dolotai-Wächterinnen versuchen, mehr weißes Helidium auf die Insel zu bringen. Alles klar. Ich spreche mit Leas. Wenn den Wächterinnen so vergeben wird, wird sie einverstanden sein.
Die Dolothai-Wächterinnen sind Verstoßene. Durch ihren geächteten Orden hat unser Untergang begonnen. Sie dürfen Kisar nicht betreten. Na ja, ohne Leas würde ich jetzt nicht vor dir stehen und die Botschaft der Jords wäre auf ewig verloren. Also komm schon. Sie will bloß ihre Tochter sehen. Ishana und Leas teilen sich dasselbe Fae-Phantasma, wie auch Jan es tat. Ihr ehemaliger Partner, der bei seinem törichten Gewaltausbruch so viele Dolothai-Wächter umgekehrt hat. War es wirklich töricht, sich zu opfern, um euch alle zu retten? Gerade du solltest erkennen, was es bedeutet, jemanden zu beschützen. Du musst Leas anhören, denn genau so sind die Invasoren gerade am Gewinn. Sie teilen und herrschen. Teilen und herrschen. Worte des Sankra. Und doch erkennt die Almael Weisheit darin. Weisheit ist gut. Wenn die Botschaft die Dolothai-Wächterinnen davon überzeugt, den Speer zu beschützen, wird sich die Almael halb für sie aussprechen. Und Lehas soll erhört werden. Danke. Dann leiste ich mal Überzeugungsarbeit. Die Almael hat halb besprochen. Du und deine Schwester wart vorher noch nie anderer Meinung? Die Almael ist ein strahlendes Wesen. Die Inkarnation der Milea auf Adelpha. Sie hat nur eine Meinung. Die Dissonanz in der Stimme der Almael ist etwas anderes. Wir nennen es Sankra. Der Weg ist nicht klar. Okastok? Der Speer? Das eine erneuert, das andere schützt. Schützen heißt retten. Naja, Männer auf die Insel zu bringen, damit sie mit den Frauen neues Leben erschaffen, ist auch retten. Aber ich glaube, ihr beide deutet das einfach nicht richtig. Du wagst es, unsere Methoden zu kritisieren? Die Almael herrscht seit tausenden von Zyklen über Adelpha, lange vor deiner Ankunft. Ich habe kein Problem damit. Seit tausenden von Jahren regieren Frauen auf dem Planeten und wahrscheinlich tun sie das aus guten Gründen. Ich will mich nicht einmischen. Ich bin bloß ein Typ, der nach Hause will. Ein Typ? Du bist die Botschaft. Du hast Sankra in den Tempel der Almael gebracht und deine wahren Absichten verborgen. Dich zu verleugnen hieße blind zu sein. Doch dir zu gehorchen hieße einäugig zu sein. Könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass mein Name nicht Botschaft ist? Wenn die Jods mich zurück zu meiner Tochter schicken, dann werde ich alles tun, um euer aller Untergang zu verhindern. Aber ich glaube, dass der kürzeste Weg zum Ziel das Ausschalten der Invasorenbasen ist. Eine nach der anderen. Keine Invasoren, keine Gefahr für euer Volk. Logisch. Das ist die Botschaft in Kurzform. Die Botschaft ändert sich bereits. Das andere Auge verschließt sich nicht vor den ungesehenen Worten. Mir reicht's mit diesem kryptischen Schwachsinn. Wer ist das andere Auge? Deine Schwester? Die Almael hat halb gesprochen. Kein Ja, kein Nein. Na gut. Sorry, Lady. Wer bist du nochmal? Die Almael, Beschützerin des Lebens und Orakel der Jods. Danke für deine Zeit. Leas. Ja, Ulukai. Die Dolothai-Wächterinnen werden dir helfen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Während deines Gesprächs mit der Almael war dein Kanal noch offen. Ich habe alles gehört. Ich habe die Karte angesehen. Es gibt einige Anlagen, in denen sich reichlich weißes Helidium befindet. Ich kann die Basen räumen. Kannst du deine Leute zum Einsammeln hinterher schicken? Sicher. Doch es gibt ein Problem. Weißes Helidium kann kein der Unkraut passieren. Kleine Mengen sind in Ordnung. Doch bei großen wird es instabil. Das Daoka könnte explodieren und das Gebiet einäschern. So wie vor 15 Zyklen in Talansar. Gibt es eine sicherere Option? Wir könnten ein Fischer-Talaner-Boot gebrauchen. Ich kann die Lieferung im Küstendorf Sapa konzentrieren. Das erfordert etwas Koordination, aber es ist machbar. Du meinst, sie machen das? Wenn ich es je nach Hause schaffen will, müssen wir alle mit ins Boot holen. Aber ihr habt keine fortschrittlichen Waffen, keine Fahrzeuge, keinen Schutz. Damit kann man kaum arbeiten.
Talaner sind einfallsreich. Bestimmt kann jedes Dorf etwas beisteuern. Du musst dir nur genau überlegen, was. Sprich mit den Häuptlingen. Das sollte ja kein Problem sein, jetzt, da du unsere Sprache fließend beherrschst. Wovon redest du? Ulukai, dir ist schon klar, dass wir uns gerade auf Agasorg unterhalten? Echt? Krass. Die Jots haben irgendwas mit mir gemacht. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Danke für die Koordinaten, Leas. Wir regeln das. Slate Ende. Du bist zurückgekehrt. Natürlich. Wieso glaubst du, dass Fortpflanzung der Schlüssel zur Nachricht der Jots ist? Die Almael vernimmt die Stimme. Was ist das Ukastok? Das Fest zelebriert den Kreislauf des Lebens. Hörst du es nicht? Die Geburt verstummt. Tausende von Monden ohne neues Leben führen. Wie meinst du das wird? Wird was? Der Botschaft kann nicht vertraut werden, bis sie der Almael den ersten Darumon bringt. Den ersten von vielen. Was ist ein Darumon? Ein Darumon ist ein Symbol der talanischen Einheit. Das Ukastok-Fest kann nicht stattfinden, solange die Dörfer von Adelpha isoliert bleiben. Wegen... Du hörst... Die Al... Pass... Lehas hat aus Jans... Ja. Du verstehst es nicht. Es geht nicht. Die Almael hat bereits halb gesprochen. Verzeihung, wer bist du nochmal? Die... Naja, passiert aber auch. Kisa... Es gibt keinen Moment. Die Almael. Da, nochmal. Du. Mal jetzt einfach mal schnell durch, weil wir sind jetzt schon bei 1:10. Neue Hauptquest. Eingeschaltet. Wir können praktisch auswählen, oder was? Ach so, okay. Und da unten sind die Dörfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dörfern. Ich glaube, weiß es. Ja, außer. Also, 10-mal brauchen wir weißes Helidium. Dann haben wir die Hauptquest erledigt und die andere, dann müssen wir halt die Dörfer machen. Nimit, wie geht's den Kindern? Ich habe sie geheilt, aber ich weiß nicht, woher die Krankheit kam. Also muss ich wohl zurück, wenn die Magenkrämpfe wieder einsetzen. Doch auch in meinem Dorf ruft die Pflicht. Also sollte ich wieder nach Emea. Apropos Emea, du hast nicht zufällig einen Darumon übrig, oder? Ich brauche eine Menge davon und weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Mein Dorf ist ein genauso guter Ausgangspunkt wie jeder andere, wenn du nach Darumon suchst. Emea hat seine Probleme, wie jeder andere Ort in Adelpha, da bin ich sicher. Hilf uns und ich segne unserem Darumon selbst.
oder hilf erst den anderen davon, denn bei den Jots, Danz Adelpha braucht Hilfe. Das sind alle die Dörfer. Wir kämpfen uns langsam voran, würde ich sagen. Ah, oben sind wir, glaube ich. Ach, da. Du siehst wichtig aus. Hast du kurz Zeit? Wo auch immer du herkommst, man hat dich doch sicher gelehrt, wie man einen Häuptling richtig anredet. Ich bin Hatzo, Anführer von Emea. Und wer bist du, Witzbold? Zumindest hast du kein Gork im Kopf. Dank den Jots dafür. Diese Invasoren, vor denen sich alle fürchten. Hast du gegen sie gekämpft? Lass mich mal jetzt hier schnell gehen. Ja, nicht alles verraten.
Ich wurde. Und wer? Du kennst. Also, bislang. Wo? Krieg? Immer eine. Ah, jetzt. Ich sorge mich um dich, Ulukai. Wo bist du? Ich bin in diesem Dorf namens, Emea. Kennst du einen Störenfried namens Dark? Kasmirs Sohn? Dark ist ein guter Talaner. Vielleicht etwas verwirrt. Sich seines Phantasmas nicht sicher. Wie seine gesamte Generation. Was stimmt nicht mit seiner Generation? Lass mich raten. Es liegt an den verdammten Videospielen. Nein. Es gab seit einem Dutzend Zyklen keine Wandlungszeremonie mehr. Es ist zu gefährlich, unsere Jugend zum Phantasma-Brunnen zu bringen. Also haben diese jungen Talaner kein Phantasma? Jeder hat ein Phantasma. Sie sind bloß unsicher, welches der vier Phantasmas ihres ist. Die Zeremonie soll genau das zum Vorschein bringen. Ich war auch mal ein Teenager. Das war ziemlich verwirrend. So. Aber wir sind jetzt bei fast einer anderthalb Stunde. Ich komme immer noch nicht ganz mit dem Markieren von Quests klar. Ich bin direkt hier, Ulukai. Sprich mit mir. Aber es ist ein schönes Spiel. Es macht Spaß. Dann warte ich eben im Lager der Dolotai auf dich. Ich guck mal gerade, dass ich hier meine Kamera noch ein bisschen runter mache. So. Ja, hier kommt gerade ein bisschen viel Licht dran, deswegen sehe ich halt so extrem hell aus. Nee, es ist ein schönes Spiel. Die Steuerung ist cool. Die Story, ein bisschen verwirrend natürlich. Wir sind am Anfang, wir müssen hier rausfinden, erstmal alle helfen und so. Und dann finden wir ja nach und nach mehr raus, was mit unserer Tochter ist, warum wir jetzt hier sind. Also wer uns hierher geschickt hat, also warum wir hier sind, wissen wir, wir sollen da retten und so, aber warum? Wer hat uns hierher geschickt? Wie kommen wir dazu? Das würde mich denn mal auch interessieren. Aber es macht Spaß. Also es hat kein HDR, aber die Grafik sieht gut aus. Auch wenn man jetzt durch den Wald ist, und durch, auch wenn man halt diese hohen Sprünge macht und so, sieht alles gut aus. Ab und zu hat man mal, wenn die quatschen, habe ich so das Gefühl, dass man... Dass es dann mal so eine Millisekunde vielleicht beim Quatschen hängt und dann tak, 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 kurzzeitig schneller reden. Also vom Mund, ja, ich meine jetzt nicht den Text. Aber das ist, ich glaube, ich weiß nicht, also kam mir jedenfalls ein bisschen so vor. Aber trotzdem, ein sehr schönes Spiel. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.